Ob die bei der Geiselnahme da auch so kniet? Mal gucken. Jo, die hockt da auch so rum. Ah, nur reden, nicht hier befreien. Den Göttern sei Dank, eine Söldnerin! Was ist los? Mein Mann wurde ermordet und meine zwei Söhne entführt. Banditen haben unseren Hof im Wald der Tränen übernommen und ich fürchte, sie machen sie zu Sklaven. Banditen ziehen wohl eher durch die Lande. Sie besitzen keine Bauernhöfe oder gar Sklaven. Ja, das stimmt. Der Hof hat nicht immer uns gehört. Wir haben die Banditen bezahlt, konnten uns jedoch das Schutzgeld nicht mehr leisten. Wir haben die Banditen bezahlt. Du hattest keine Wahl, ja. Was soll sie machen noch? Du hattest sicher keine Wahl. Doch du machst dir zu Recht Sorgen um deine Söhne. Der Banditenanführer. Er meinte, meine Familie würde als Warnung für andere dienen. Bist du sicher, dass du mir sonst nichts verschwiegen hast? Ja. Verzeih mir, dass ich nicht gleich die Wahrheit sagte. Ich finde einen Weg, dich zu bezahlen, wenn du meine Söhne zurückbringst. Ja. Ich helfe dir, aber du solltest in Zukunft überlegen, Geschäfte mit Banditen zu machen. Und direkt Athena ehrlich zu sein. Athena sei gepriesen. Das werde ich. Vielen Dank. Oh, holy shit. Wo ist dein Bauernhof? Der Mastixhof liegt im Süden der Stadt, im Wald der Tränen. Danke. Wohin könnten sie deine Söhne verschleppt haben? Als die Banditen mich gehen ließen, um ihre Drachmen zu holen, waren meine Söhne auf unserem Hof eingesperrt. Einer war im Haus, der andere draußen, im Schuppen. Diese Banditen. Welche Verabredung hast du mit ihnen getroffen? Im Tausch für einen Teil der Einkünfte besorgten sie uns einen Hof, auf dem wir arbeiten können. Wir fanden jedoch heraus, dass der Hof keineswegs verlassen war und die Banditen den Vorbesitzer ermordet hatten. Diese Banditen. Wie viele sind es genau? Es ging alles so schnell, doch ich schätze, es waren 10. Ich werde sehen, was ich auf deinem Hof tun kann. Beeile dich, kümmere dich um die Banditen und rette meine Jungs, bevor es zu spät ist. Okay, 4 durch Verketten, 6x R drücken. Perfekt. Also 4x3 und 6x R. Also, wo müssen wir hin? Der Hof liegt südlich von Chios, im Wald der Tränen. Im Wald der Tränen? Das ist doch da, wo ich gerade den Adler gesehen habe, ne? Ja, hätte ich ihn geholt. Hey. Yay! Egal, holen wir. Ich kürze aber ein kleines bisschen ab. Und abwärts. Oh, ich hab schon wieder E gedrückt. Das gibt's nicht. Was ist denn los heute? Ja, gut. Nochmal eine Inselrundfahrt. Geht das beim zweiten Mal extra langsam? Mann. So, runter da. Findet mich immer wieder, wie die da einfach so hochkraxelt. Ist der Hammer. Ist einfach Wahnsinn. Das mit der schweren Rüstung. Ey, mega. Aber so froh, dass sie das Spiel in die Richtung entwickelt hat. Mega nice und hier so. Geil, geil, geil. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem machen kann, aber ich freue mich immer, wenn ich sie finde und bekomme. Ist total schön. Yeah. Und der Copy-Paste-Axt. Axt, nicht Axt. Mann.
Also in der Woche ist aber auch immer was los. Das Alcatraz da hinten. Bild von machen. So, Alcatraz. Wäre schön mit Dr. Bären. Das muss der Hof sein. Diese Mastix-Bäume weinen. Das nennt man die Tränen von Chios. Okay. Einer der Söhne müsste hier irgendwo sein. Ich gehe jetzt noch weiter in die Richtung. Hier ist nämlich insgesamt näher dran. So, da unten. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich. Oh, ihr seht mich. Der kriegt gar nicht mit. Lass mich in meinem Frieden sterben. So, das waren 4. Nummer 5. Jetzt kommt Nummer 6. Nummer 7. Genau, 8 und 10. Was haben wir denn hier? Silos und Schätze. Einen Schatz haben wir da. Haben wir noch ein Silo? Da auch ein Silo. Ja, die Silos, die Silos sieht man recht gut. Da ist auch irgendwas. Ja. Es ging jetzt um den Schatz. Aber wir lassen den schon mal raus hier. Hau ab. Lauf! Ich befreie deinen Bruder. Was halt das hier so? Wir sind draußen. Das läuft da lang, ne? Das wär's gewesen. So, genau, erstes Kilo da vorne. Der Sohn muss da drin sein. Sag mir nicht, dass das nicht gereicht hat. Ist jetzt nicht dein Ernst. Muss das mittig sein? Willst du mich verarschen? Direkt, Typ, ich versuche gerade ein Silo anzuzünden. Ich habe genug Probleme. Er ist weg, ich kann noch einen Versuch wagen. So. Ich habe damit gerechnet, dass es explodiert, während ich kämpfe. Ja, genau das. Ich hasse sowas. So unnötig einfach. Warum kann es nicht einfach funktionieren, so wie sonst auch? Holy shit. Heute am so, jetzt wird der da mad auf mich sein. Oder wir gehen. Ah, warte, das ist. Da kommt einer.
Kommen Sie, kommen Sie. Was ich mir von deinem Körperfeld alles kaufen werde. Der Hof. Ja, der Hof. Oh, ich habe noch einen Silo auf dem Weg. Und hoffentlich noch zwei. Eins habe ich auf jeden Fall noch gesehen. Eins muss ich noch suchen. Oder finden. So, bitte beim ersten Mal. Ja, das geht wieder. So, Icos, ich brauche dich. Das ist auf jeden Fall noch eins. So, ich brauche noch zwei. Das habe ich gemacht. Die drei habe ich. Ist das eins? Ja. Wir haben es ein kleines bisschen drüber werfen, es fällt eigentlich ab. Reicht. Einer, was mit dem großen gerade los war, das ist. Wie viel Versuch habe ich gebraucht? 15 oder so? Kann ich das. Oh, 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 hier, hier, ich will. Warum geht die. Ja, geht die Attacke nicht. So, haben wir's? So, komm raus, du Bengel. Du bist frei. Lauf zurück zu deiner Mutter. Und, first try? Ja. So, diesmal nehme ich den Punkt auf jeden Fall mit. Ganz am anderen Ende, also da möchte ich nicht von hier aus hinlaufen. Können wir doch bestimmt gut reiten, aber die 30 Meter laufe ich jetzt eben dahin. Ja, laufen ist auch besser. Ich hoffe, ich finde noch einen Bär. So, hier ist er. Könnte ich auch mein Schiff rufen, aber ich möchte nach links, rechts, rechts, wenn ich abweise. Hier wäre was, wahrscheinlich aber auch nur irgendwie ein
kurzer Gegner, Posten, Dingsbums. Aber hier kann ich die Quest abgeben. Und deswegen hier hin. Und bin ich mal gespannt, womit sie uns bezahlen wird oder was sie gemacht hat, um mich irgendwie zu bezahlen. Mal gucken. Deine Söhne sind wohlbehalten zurückgekehrt. Und die Banditen werden euch nie wieder belästigen. Der Hof gehört euch, sofern ihr ihn wollt. Gepriesen sei Athena! Meine Söhne sind unversehrt. Vielen Dank, Söldnerin. Sie hat 750 Drachmen zusammenbekommen. Holy shit, wie? Ich meine, auf dem Level 50 bis 60 nicht mehr viel, sehr wenig, aber dafür sie ist arm. Naja. Dann rüber, irgendwas mit Groll stand da. Söldnerin! Ja? Bist du an etwas Holz für dein Schiff interessiert? Eigentlich nicht, aber sag an. Ich hab gedrückt. Das sind viele Baumstämme. Dieses Holz würde sich auf jedem Schiff gut machen. Auf Chios gibt es das beste Holz. Das weiß doch jeder. Aber der Mistkerl, der auf Lesbos das Sagen hat, handelt unser Produkt mit anderen Stadtstaaten. Er gewinnt an Einfluss und wir verlieren den Profit. Erster Anführer weiß, was er tut. Nee, soll sich mal schämen. Anführer haben die Pflicht, ihrem Volk und ihrem Land zu dienen. Das stimmt. Dieser Anführer wird von Selbstsucht und Gier getrieben. So einfach ist das. Dann ist er kein Anführer. Ganz genau. Und wenn wir die Wurzel des Problems entfernen, wird auch das Problem verschwinden. Das Volk von Lesbos verdient es, von den Ressourcen der Insel zu profitieren. Kann ich dich dafür anheuern? So ein cleverer Mann, ja, aber gerne doch. Ich kann mich um das Problem kümmern. Wo kann ich den Anführer von Lesbos finden? Er lebt in Mytilene. Wenn er nicht zu Hause ist, inspiziert er die Truppen in der Festung oder betet zu seinem auserwählten Gott. Du weißt schon, alles um nicht wirklich arbeiten zu müssen. Ja, da kennen wir einige. Lesbos ist selbst reich an Rohstoffen. Warum nutzt der Anführer stattdessen Chios Ressourcen? Wenn ich das wüsste. Wir fällen alle Bäume und töten alle Tiere für Mytilene. Bald wird nichts mehr übrig sein. Bitte lass mir zwei Bären, ich brauche die unbedingt. Hallo, 3-3. Ich behebe das Problem in Mytilene für dich. Wenn du fertig bist, schicke ich die Belohnung zu deinem Schiff. Vielen Dank für die Quest. Oh, ist aber weit weg, ist aber sehr weit weg. Ich sollte den Anführer in seinem Haus, in der Festung oder im Tempel finden. So, wo ist das? Da vorne. Ach, eine Insel höher. Ja, perfekt, hier muss ich sowieso hin. Da kann ich direkt rüber zu Medusa, wenn ich fertig bin. Oh, das ist sogar... Oh. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Habe ich auch wieder einen Anführer mehr. Wir profitieren alle.
Aber derzeit habe ich das Gefühl, überall, wo ich hingehe, ist so eine Tribüne. Echt überall. Oh, da ist der Anführer. Wenn ich nicht kämpfe, und lasse ich mich machen. Tschüss. Natürlich. Auch ein Kultist. Oh, er war ein Kultist. Ach, den hatte ich doch schon. Den hatte ich doch schon genau an der Stelle. Der war irgendwie der Stier oder so. Oh, Soldaten. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ja, war es das dann an der Stelle oder muss ich nochmal zu dem zurück? Ich schwenke mal kurz rüber. Zack, 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 zack. Nö, ich habe gesagt, ich kümmere mich ums Problem. Das habe ich getan. Und anscheinend bin ich hier fertig. Aber ich kann mal gucken. Quest. Und jetzt Bären, Bären, Bären. So, das machen wir gleich. Stautor, da sind wir quasi auf dem Weg. Langzeit, Langzeit. Ja, wo ist das mit den Bären? Da! Sammelt Bärenfälle für den Händler. Die besten Bärenfälle stammen von der Insel Chios im Süden des Lesbos. Die Bären durchstreifen den Jagdwald der Artemis im Norden der Insel. So, das heißt, die in der Höhle waren einfach randommäßig da oder sollten so ein bisschen als Hilfe dienen. Aber... hier ist der Jagdwald der Artemis. Also hier habe ich ja welche gefunden. Dann sollten die einfach... warte, was hast du gesagt? Norden? Irgendwo... das muss ich nochmal lesen. Ah, warte mal, stand das da nicht? Genau. Das ist die Insel. Also das alles hier quasi. Okay, okay. Dann fange ich mal hier an und laufe hier einmal durch. Das kleinste Stück. Und das nächste Stück. Dann sonst einmal quer rüber. Ich kann jetzt durchs Dorf gehen, ne? Die feiern mich ja. Ich bin jetzt der Boss. Oh ja, stimmt, ich wollte da hinten hin. Bin ein bisschen abgedriftet. Ah, wo hängst du da wieder? Aber das war auch teilweise Absicht, weil ich hier unbedingt nochmal rein wollte. Einfach nochmal schauen, ob die nachspawnen, wenn man die Insel verlässt. Das wäre nämlich besser, bevor ich suchen muss. Ah, die sind groß. Die ist echt groß. Und nein, das war umsonst. Nein. Die gute Zeit. Cassandra, bitte. So. Wegen den Bäumen ist es natürlich auch ein bisschen blöd, Icarus zu suchen. Ich muss selber gucken. Ah,
unwahrscheinlich, dass sie so nah am Camp sind. Also sie wollen ja auch Essen haben, ne? Klauen sich das dann bestimmt aus dem Camp raus. Und waren die früher einfach noch ein bisschen jagdtüchtiger. Aber ich finde die auf jeden Fall. Zwei Stück. Muss es hier irgendwie geben. Schauen, ob ich auch auf Kurs bin, nicht dass ich ganz scheiße laufe. Ah, perfekt. Ich laufe jetzt hier quasi lang. Ich sollte hier so durchlaufen. Ich drehe mich mal ein bisschen. Kann ich was sehen? Elche. Die wollte ich jetzt nicht haben. Da steht da hinten auch einer, oder? Und ist da vielleicht eine Höhle? Wieder nur Schatten, das sah aus wie eine Höhle. Schade. Es läuft da rum, auch Elch, oder? Ja. Das gibt's doch nicht. Wie ist die Route? Oh, schon wieder aus dem Wald raus. Ich kann nicht erkennen, was du da. Ich vergrößere das mal. Okay. Ich laufe ein bisschen hier rein und dann kehre ich wieder um. Was ja auch schon wieder aus dem Wald rausgeht. Ich höre was, ich höre was. Oh, Bären, Bären. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Digga, das war meiner. Schnell, ich brauche Hilfe, jetzt! Okay, okay. Die sind ja auf meiner Seite, die jagen ja mit mir. Das ist gut. Ein Bär, ein Bär. Habt ihr noch einen? Du hast dich angezündet. Warum das denn? Ein Bär am Rand und einer da hinten. Ich sehe ihn. Sehr gut. Also doch schon recht nah am Camp und auch im kleinsten Teil des Waldes. Jo, von oben. Das wären genug Fälle. Also, zurück nach Mytilene, meinen Brustschutz abholen. Ja, nice. Ich lasse ihn in Ruhe, ehrlich. Keine Sorge. Ich hab, was ich brauche. So, wieder hoch. Zack, 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 zack. Da? Oh ja, direkt in der Nähe. Oh, dann zeig mal, was du mir für ein Schmuckstück machst. Am besten was Legendäres. Ansonsten interessiert es mich leider nicht. Bitte, bitte, bitte. Hast du die Felle?
Ja, klar. Ich behalte meine Felle, lol. Jo, wahrscheinlich, wo ich mir die Arbeit gemacht habe. Ich habe deine Bärenfelle. Ich bin beeindruckt. Nicht viele sind auf einen majestätischen Bären getroffen und haben überlebt. Es ist nur angemessen, dass du dafür einen Brustschutz erhältst. Aus Bärenpelz. Naja, ich denke, es ist Bärenpelz dran, aber er ist nicht aus Bärenpelz. Ich gucke ihn mir mal an. Vielleicht ist er cool. Kriegerschaden, Schaden bei Tieren, Gesamtrüstungswert. Ja, wenn man auf Tiere geht, mag die ganz cool sein, aber allgemein nicht so.